Herzlich willkommen beim Online-Video-Interview mit Brigitte Schaden, Präsidentin von Projekt Management Austria. Was sehen wir eigentlich für einen Hintergrund bei Ihnen? Das ist so quasi für mich die letzte Reise, die ich heuer gemacht habe. Das ist ja etwas, was mein Leben jetzt sehr verändert hat, dass ich nirgends mehr hinfahre. Das ist die Business Lounge in Doha, wie alles in diesen Gegenden. Sehr protzig und sehr üppig, aber auch sehr schön. Wir haben ja jetzt alle schon 5 Wochen Corona-bedingten Lockdown hinter uns. Wie hat sich eigentlich da jetzt Ihr Alltag geändert? Hat sich radikal geändert. Ich mache eigentlich ganz wenig von dem, was ich vorher gemacht habe oder wie ich es vorher gemacht habe. Und auch arbeitsmäßig haben wir in kürzester Zeit am PMA auf Online-Zertifizierungen umgestellt, die jetzt gut funktionieren, die aber sehr arbeitsintensiv waren. Was bedeutet die aktuelle Situation für Projektmanagerinnen? Ich glaube, dass das ziemlich stark davon abhängig ist, in welcher Branche sie tätig sind. Ich glaube, in der IT-Branche hat sich nicht so viel verändert. In der Baubranche wahrscheinlich einiges. Und wenn ich an die Pharmabranche denke, alles, weil da werden die Ressourcen wahrscheinlich jetzt ganz anders eingesetzt sein und die Projekte auch ganz anders laufen und andere Ziele haben als vorher. Arbeiten Projektmanager jetzt eigentlich auch anders als vorher? Also ich denke mir, dass das Arbeiten in virtuellen Teams und das Leben mit Unsicherheiten und Risiken ist für Projektmanager und Projektmanagerinnen sicher nichts Neues. Die Rahmenbedingungen haben sich jetzt sicher noch einmal verschärft. Haben Sie das Gefühl, dass man in der jetzigen Lage als Projektverantwortliche, Projektleiterinnen spezielle Skills braucht? Ich glaube, dass auch die Skills nicht so viel anders sind als normal, ja, was immer normal heutzutage auch bedeutet. Aber es gibt sicher ein paar Skills, die jetzt besonders gefragt sind, zum Beispiel Kreativität oder Empathie, Motivation, Humor, Resilienz und wahrscheinlich vor allem Zuversicht. Sie bieten jetzt die Zertifizierungen digital an. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie das funktioniert, wie das klappt. Besser, als ich mir das zu Beginn gedacht habe. Also wir haben alle höheren Level, also C, B und A, sind jetzt mündliche Prüfungen plus Interview. Die wirkliche Zertifizierungsprüfung ist eben ein Gespräch, 2 Assessoren und ein Kandidat. Wir haben die Zeit eben verlängert, dauert jetzt in Summe 2 Stunden. Aber das ist eine gute, konzentrierte Möglichkeit, sich wirklich auszutauschen. Und für Level D sind wir bei dem Prüfungsmodus geblieben, den wir auch schon vorher hatten, schriftlich. Aber jetzt ist es halt egal, wo jemand sitzt, und beobachtet wird man eben per Video. Und das funktioniert auch in größeren Gruppen wirklich gut. Vielen Dank, Frau Schaden, für dieses Online-Interview und Ihnen noch alles Gute. Danke, ebenso. Wiedersehen.